The Illustrated News Feed an insatiable appetite for domestic mayhem and industrial disaster. Fire at match factory, 6 girls missing. Is there anything more predictable? The world's gone quite mad. It's a mad world. 10 years in the loony bin. No, Ma, no relations. She's an orphan. Ja, ihr auch, Kinder. Mr. Payne had no idea how humble a home could be. If not for my drawings and the photographs, this could pass for my room at the asylum. Tja. Ein Regenschirm. Wir werden später auch noch einen Regenschirm bekommen. This photograph of my family was delivered here by post. No message, no return address, and grateful for this memento. But I wish I could thank the sender. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Soweit ich mich erinnern kann, hat er die wahre Alice Little, also die von der Ludwig L. Dodson bzw. Lewis Carroll, auch die, für die er die Geschichte geschrieben hat. Die hatte, glaube ich, 3 Geschwister gehabt, aber war noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht genau. Das ist auf jeden Fall ihre große Schwester. Alice ist die Kleine und ja. Hier haben wir noch Bilder. Ich will jetzt nichts sagen, Alice, aber zeichnen kannst du jetzt nicht so gut. Aber das ist auch nicht so wichtig. Der Punkt ist ja eigentlich eher... Oh. Es ist ja mehr, seine Kreativität auszuleben. Das ist ja das Wichtige daran. Doctor's pet. Too good for the asylum. Mad as a hatter without the charm. Who'd want her? So nett. Ja. Warum die Nummern tragen, werden wir auch im Laufe des Spiels noch erfahren. This likeness captures the doctor's confidence. His dress is fastidious. His bearing calm. Just shy of classically handsome, he likely instructed the artist how to render his nose. Tja, damals gab es Photoshop noch nicht, da musste man das dem Zeichner sagen. Da konnte man das nicht selber machen. Ich will da aber lang. Oh. Was ist eine Luft hier drin? Naja, dann ab in die Freiheit, oder wie man das nennt. Another day, a different dream, perhaps. Tja, vielleicht. Was steht hier Schönes? Houndsditch Home for Wayward Youth, Dr. Angus Bambi. Professor? Keine Ahnung, aber das müsste ja mit F sein. Naja, was soll's. So, wir gehen erstmal hier rüber. Oh, this digging's killing me, babe. They call work noble, bastards. Can't come this way, love. Go around. Ja, wie nett. Was steht da Schönes? Nice side effect, you could build a flat on it. I might use the underground one day, if they ever complete the construction. Moorgate Street Station closed. Traffic on Metropolitan and Circle. Restricted, ja. Machine-made corsets. You like Boccherini, Missy? How about Paganini? Ich finde, die Violine ist eigentlich so das schönste Instrument, was es gibt. Ich könnte die ganze Zeit stehen.
Oh, ein Täubchen. Ja, du kannst wegfliegen, also tu's lieber. Ich kann's nicht. Chamber for Horrors. Chamber of Secrets. Okay, gut, falsche Baustelle. Warum spielst du nicht weiter? She ever work? Wears her black. Too good for company. She don't get close. Hates being touched. Who likes it then? Never slapped, spiked or like. The Sandman's coming in his train of cards, with moonbeam windows and the wheels of stars. So hush, you little ones, and have no fear. The man in the moon, he is the engineer. Ganz ehrlich, ich finde, das ist ein sehr schönes Gedicht. Whitechapel Market. Was gibt's da Schönes? Gar nichts. Hang off, Missy. Move along. Los, nicht so nett. Also jetzt könnten wir hier natürlich was auf dem Markt kaufen. Nein, können wir nicht, aber wir können uns die Sachen angucken. Oh, bei dir möchte ich aber lieber nichts kaufen. Du siehst gruselig aus. Also was ich an diesem Spiel toll finde, ist, dass es einfach dieses schmutzige London ist, was von der Industrialisierung im Prinzip wirklich geplagt ist eher eigentlich. Also momentan ist es echt kein Segen. Puss, 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 puss. Don't be afraid.